Hallo und herzlich willkommen, hier ist der McFanta. Ich begrüße euch recht herzlich in Counter-Strike. Wir werden Chroma 3 Kisten aufmachen und zwar ganze 60 Stück. Ich werde da richtig Gas geben, irgendwie, dass wir da halt auch schnell durch sind. Und ich hoffe, da kommt was Vernünftiges bei raus. Denn ich werde mein Inventory richtig hochpushen und währenddessen werde ich euch jetzt auch so ein bisschen was darüber erzählen, warum ich das mache. Und ihr werdet euch wundern. Von daher, fangen wir mal mit der ersten Kiste einfach an. Auf geht's, fertig, los. Ich hätte gerne eine PP Bison, Judgment of Anubis und eine M4 A1 Shantikos Fire. Und natürlich ein seltener Spezialgegenstand wäre natürlich auch nicht schlecht. Los geht's. So. Ja, ihr habt es im Titel schon gelesen. Road to 20.000 Euro Inventory. Das heißt also, ich werde in Zukunft so einiges an Waffen tatsächlich kaufen, zum einen, aber auch zur Orderbase. Aber natürlich auch Kisten öffnen, logischerweise. Also es wird in Zukunft ein bisschen mehr bei uns auf dem Kanal in Richtung Case Openings oder Flip Coins etc. Denn wir eröffnen gerade ja eine Seite. Und da könnt ihr denn Skins kaufen oder verkaufen. Also im Prinzip kennt ihr das ja schon von bestimmten anderen Seite. Nur bei uns gibt es da nochmal den ein oder anderen netten Unterschied, der mir auf anderen Seiten gefehlt hat. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, da habe ich mich mit ein paar Leuten zusammengetan. Und da ist die CZ75 Red Astor. Ja. Und so haben wir jetzt so nach und nach die eigene Seite erstellt, mit ein paar Leuten von uns, mit ein paar Leuten von außerhalb. Also ich habe da einen Investor drin sitzen. Ja, und damit die Seite nicht mit gar nichts beginnt, ja, haben wir gesagt, okay, der Investor nimmt tatsächlich sagenhafte 20.000 Euro in die Hand, gibt die mir und ich kann jetzt loslegen und kann dann halt ein paar nette Waffen kaufen. Natürlich werde ich das eine Weile dann auf meinem Account auch lassen. Und da könnt ihr dann gerne vorbeigucken, könnt euch das so ein bisschen anschauen. Was habe ich da alles angeschafft? Ich hoffe, dass der eine oder andere, der da halt Ahnung von hat, mir da ein bisschen hilft. Also Giorgio zum Beispiel, den werde ich halt noch fragen, ob dir mir dann so ein bisschen hilft, dass man einfach ein paar echt schöne Exemplare einfach auf dem Markt kaufen und die dann später dann auf meinem Account zu finden sind. Also da freue ich mich schon echt drauf. Ich meine, wer kann schon 20.000 Euro, das müsst ihr euch mal vorstellen, was das ein Haufen Geld ist und ich darf jetzt shoppen gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich darf für 20.000 Euro shoppen gehen. Wie geil ist das denn bitte? Ja, also so ein Inventar, da träumt man ja von, ne? Ich glaube, Giorgio ist jetzt, glaube ich, bei 10.000 Euro und der macht ja schon ewig lang. Oh, geh weiter. Bitte geh. Bitte, bitte, bitte. Jetzt geh doch die Millimeter auch. Oh Gott. Ja, der hat ja ewig daran gearbeitet. Das mussten wir mal ja so sagen, ne? Also, der steckt ja da sein eigenes Geld rein. Natürlich gehört das mir nachher nicht alles, sondern das gehört dann immer weiter noch meinem Investor. Und das wird ja dann auch auf der Seite zur Verfügung stehen, das könnt ihr denn zum Beispiel kaufen. Und deswegen mache ich jetzt auch so ein bisschen das Video. Ihr dürft gerne jetzt unten in die Kommentare halt reinschreiben, was hättet ihr denn gerne für Skins und Knives dann nachher auf der Seite oder welche Skins würdet ihr an meiner Stelle kaufen. Das könnt ihr einfach hier unten reinschreiben in die Kommentare und wenn ihr so lieb seid, lasst ihr halt auch mal einen Like da und ja, P250 Asimov. Und jetzt bitte noch Factory New. Oh, die sieht gut aus. Oh, das gucken wir jetzt mal. Moment. Alle. What? Einsatz erprobt? Alter, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Seht ihr da irgendwo, dass die Einsatz erprobt ist? Okay. Hier vielleicht da an dem. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, wie gesagt, unterstützt uns da ein bisschen. Das wäre eine super Sache, indem ihr das Video zum Beispiel teilt oder halt liken und kommentieren. Sowas hilft uns natürlich ungemein. Und ich hoffe, dass ihr halt mit uns zusammen da echt Bock drauf habt auf die Geschichte. Also ihr merkt gerade, wir starten da einfach ein bisschen was Neues. Wir gehen ein bisschen in eine neue Richtung. Und bleib stehen. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das Team... jetzt muss ich mal überlegen, wie war denn der Name? Namen sind bei mir manchmal Schall und Rauch. Jetzt habe ich so viel davon erzählt. Die haben den... Das ist mir der Name entfallen, unglaublich. Hey, ein MP9 StatTrak Bioleak. Oder Bioleak. Bioleak, Bioleak. Einsatz erprobt. Hä, die Waffen sehen alle richtig gut aus, aber... Die sieht mal richtig gut aus, eigentlich. Okay. Mir fällt der Name nicht ein. Das ist auch ein Energy Drink. Also die haben den Energy Drink als... als Sponsor. Und genauso wie der Energy Drink, so nennt sich halt auch das E-Sport-Team. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt's mal unten rein. Mir ist der Name irgendwie gerade völlig... Oh, jawoll! Jawoll! Wie geil! Oh, jetzt gib mir bitte... Oh, mein Gott! Ein M9 Bayonet Tiger Tooth. Oh, bitte lass es Factory New sein. Wie geil ist das denn? Jawoll! Endlich mal ein vernünftiges Knife. Ein Tiger Tooth. Das find ich generell den geilsten Skin. Aber... Es glänzt jetzt nicht so super heftig und es ist... Oh mein Gott, es ist verfrickt neu! Ich dreh am Rad! Oh mein Gott, Alter, wenn das jetzt so fett... Also, hammerhart ist Factory, wenn das so StatTrak gewesen wäre. Absolut die Krönung. Es hat einen Wert von... Jawoll, Alter, 350 Euro. Bam! Sehr geil! Sehr geil, Alter. Wie lange habe ich da jetzt drauf gewartet, dass ich mal ein vernünftiges Knife ziehe und jetzt ist es soweit. Wie geil ist das denn bitte, Freunde? Wie geil ist das denn? Hammerhart. Ich überlege noch die ganze Zeit auf den Namen von dem E-Sport-Team und jetzt Bams. Also seid mir nicht böse, aber jetzt... Mache ich Ende mit dem Video und die nächsten Kisten mache ich dann in einem neuen Video auf. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es nicht, meine Freunde. Ein M9 Bayonet Tiger Tooth. Factory New im Wert von 350 Euro. Sehr geil. Das habe ich wirklich mal verdient. Also super, super, super geil. Also wir gucken uns das nochmal an. Einfach nur episch geil. Ein M9 Bayonet Tiger Tooth. Richtig geil. So, das gucken wir uns jetzt noch im Spiel an irgendwie. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Dann machen wir einfach mal, Gelegenheitsspiel, irgendwas. Alter, wie geil ist das denn bitte? Hammerhart. Und den noch fabrikneu. Ey, wie viele Kisten habe ich jetzt aufgemacht? Ich glaube 11 Stück, 12 Stück oder sowas. Wie hammergeil ist das denn bitte? Ey, so geil. Der Tag ist gerettet, ohne Witz. Morgen fliege ich ja in Urlaub nach Spanien. Beziehungsweise ihr werdet das Video dann schon sehen, wenn ich in Spanien bin. Einfach nur der Burner schlechthin, Alter. Was denn? Ich kann nicht. Ach. Ja, toll. Ich bin auch ein Held irgendwie. Ich bin total daneben irgendwie. Jetzt bin ich natürlich auch noch reingejoint, wo ich jetzt noch warten muss, dass ich dann entstehe. Totaler Bullshit. Ja. Logischerweise. Gelegenheitsspiel. Alter, wie hammerhart, Alter. Das freut mich total. Und es sieht eigentlich auch super gut aus. Es hat hier
null Macken. Also ich sehe jetzt auf Anhieb erstmal keine. Also ich bin super gespannt. Ich werde es im nächsten Video, werde ich euch mal erzählen, wie gut tatsächlich das Factory New ist. Also wisst ihr ja, gibt es halt auch noch das eine oder andere, was man da noch beachten muss. Jetzt wäre es schön, wenn ich entstehen würde. Ah, jetzt der Ladevorgang läuft nochmal. Aber ich bin so durch den Wind gerade irgendwie. So geil einfach nur. Das ist natürlich die Case. Die AK-Case Hardmet. Und ey, wie geil ist das denn? Endlich mal ein vernünftiges Knife gezogen. Da ist es. Guckt's euch an, Alter. So, so geil. Einfach nur genial. Guckt's euch an. Ey. Mann, die lassen mich nicht gucken. Da ist es. Jedes Mal, wenn ich das Messer rausziehe, machen die mich kalt, Alter. Das ist doch nicht normal. Alter, schönes Ding. Es hat oben am Rücken, ganz vorne am Rücken, da hat es halt so ein paar... Hat es halt ein paar Macken irgendwie, aber das ist ja bei solchen Knives schon fast normal. Guckt es euch an, Alter. Wie geil das Ding aussieht, ey. Es ist einfach nur so hammergeil. Ja, jetzt damit einen Kill machen, das wäre natürlich voll genial, ne? Das ist noch... Nein, kriege ich nicht hin. Schade. Das wäre jetzt einfach... Oh mein Gott, Alter. Oh mein Goodness. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen gleich. Nein! Ah, da bin ich gleich gesehen. Ja, das wird nicht so einfach. Bams. Ja gut, ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich freue, dass ihr euch halt sozusagen ein Stück weit für mich freut, dass ich endlich mal, also das ist das Knife, das werde ich definitiv nicht weggeben, weil, ich habe damals schon mal einen Tiger Tooth gehabt und ich finde, das ist der geilste Skin für ein Messer, ich mag das einfach und in Factory New ist kein Set-Track jetzt, aber hey, saugeil, freut mich riesig, ey. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, zurück bis zum nächsten Mal und denkt dran, ja, ich bin mal gespannt, ob ich danach später genauso viel Luck hab, wenn ich die nächsten Kisten öffne. Tschö! Living the kind of essence that will cry.